Augen auf, sagt meine Omi Glimpsch immer. Immer wenn ich aufs Glatteis wollte, hat meine Omi gesagt, Vorsicht, du kannst zwar beide jungen Pioniere sein, aber wage dich nicht aufs Glatteis. Vor allem das Politische ist äußerst gefährlich. Jetzt beim Nopper in Stuttgart, da haben 18 Rednerinnen und Redner geredet. Da kriegst du kalte Füße bei sowas. Hätten es nicht auch 17, wären auch nicht 17 genug gewesen? Nein, es müssen 18 sein. Aber ich sage immer, überall, wo wir hingehen, sage ich immer, Leute, Augen auf. Wir müssen mehr lesen, mehr nachdenken, mehr gucken, was los ist und uns in unsere Umgebung umgucken, was da alles so läuft. Manches von dem, was ich jetzt sage, ist ja also komplette Scheiße. Durch den Wolf gedreht. Gut, ich gebe es zu nicht. Aber nur, wenn Sie auch zugeben, dass Sie schon auch hin und wieder Scheiße reden. Nicht? Also deswegen sage ich auch, prüfen wir doch alle gemeinsam immer die kritischen Texte, lesen unsere kritischen Zeitungen, lesen unsere machen unsere kritischen Leserbriefe. So, haben Sie schon mal einen Leserbrief geschrieben, der veröffentlicht wurde? Sehen Sie, das ist, die Presse hat eben einfach keine Augen auf. Nicht mehr so viele Spalten wie wir. Nicht? Wir haben ja noch die ein oder andere Spalte, in die wir hinein verschwinden können. Nicht? Wie der Trump. Der Trump hat ja auch immer gesagt, Augen auf, Leute, und guckt dahin, wo die Hillary Clinton Blut trinkt im Keller. Nicht? Das glauben ja 93% der Amerikaner, Republikaner und Demokraten, die glauben das ja alles. Nicht? Also damit solche wie Trump nicht bei uns irgendwie die Demokratie zertrampeln, heißt es, Augen auf. Aber echt jetzt.